Hallo und willkommen im Whiskywaiter. So, für alle, die die Flasche kennen, die sehen schon, ich habe heute was ganz Besonderes auf dem Tisch. Für alle, denen der Whisky nichts sagt, ich hoffe, ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich tierisch, dass ich den Whisky probieren kann und darf und bin jetzt super gespannt, was mich erwartet. Wir haben heute hier auf dem Tisch den Hibiki Blossom Harmony 2022. Der Blossom Harmony ist immer so ein bisschen, ja, schwer zu kriegen. Manchmal nicht immer unbedingt, aber er ist halt irgendwie schon was Besonderes. Er ist auf jeden Fall teuer. Und ich freue mich sehr, dass ich den jetzt probieren darf und dass das geklappt hat, dass wir den hier auf den Tisch kriegen. Also, was lässt sich über den sagen? Hibiki Blossom Harmony. Das ist eine jährlich erscheinende Abfüllung, die zum Teil in Sakura-Fässern gereift ist. Sakura ist eine japanische Kirschholzart. Grundsätzlich lässt sich sagen, der Whisky ist ein Blend aus Malt and Grain Whiskys. Unter anderem sind Yamazaki, Hakushu und Cheetah mit in dem Whisky drin. Und zusätzlich eben Whiskys, die eben ein Sakura Finish bekommen haben. Und die sind dann nachträglich noch dazugekommen. Hier liegt so ein kleines Blättchen mit dabei. Relativ edel mit so einem kleinen Papier. Dingens. Ich gucke da jetzt nicht zu sehr rein, weil hier nämlich auch Tasting Notes drin steht. Hier steht so ein bisschen über die Hibiki Story drin. Hier steht was über den Harmony Blossom. The blossoms have always been an occasion for celebration in Japan, making both the beginning and the end of the traditional year. There are as many farewells as there are hellos, inspiring us to appreciate life as it blooms. Gathering around the flowering sakura trees brings us closer together with those we love. Hibiki Blossom Harmony captures this joyful intention. A rare selection of whiskies finished in sakura wood casks have been specially blended with diverse malt and grain whiskies well matured over many seasons to create this particular Hibiki. What results is a Hibiki created to remind us how precious life can be, to share with those who make us blossom. Ja. Dum-ba-dum-ba-dum. Hier steht noch ein bisschen was zum Design. Das finde ich jetzt nicht ganz so spannend. It is a design that elevates the sakura beyond flora to a cultural symbol fit for the complexity, decadence and uniqueness of this blend. Ja, also soll schon Dekadenz darstellen. Kein Wunder bei dem Preis. Also ich habe die Flasche gekauft, als ich sie dann doch noch mal zum günstigsten Preis gefunden habe, der mir bekannt war. Und das waren immerhin stolze 250 Euro. Ich habe alles gesehen von 250 bis 400 oder sogar 500 Euro. 250 war tatsächlich der günstigste Preis. Ich meine, ich habe geguckt vorhin, ich finde ihn noch für um die 300. Na komm, geh da rein. Ne, willst du nicht? Dann halt so. Gut, also. Für 300 kriegt man ihn noch. 250 war der günstigste Preis, den ich gefunden habe. Eine Altersangabe hat er nicht. Ich
Aber wir machen ihn auf. Undicht ist er. Was ist das denn? Ich meine, das ist schon edel, ne? Aber... Na, hoffentlich ist da nicht zu viel rausgelaufen. So. Abgefüllt ist er mit 43% und erstaunlich für einen japanischen Whisky, dass er einen Korken hat. Die Japaner haben gerne Schraubverschlüsse. So, wie undicht ist er? Ja, vielleicht war ich auch einfach schon gerade am Korken dran. Das kann natürlich auch sein. Ich bin nicht ganz sicher. Ich will es jetzt nicht beschwören. Doch einmal beschwöre ich es noch. Was ich natürlich bei Hibiki total cool finde, ist, wenn man die Flasche von oben anguckt, der Korken, der hat dann auch noch so ein japanisches Symbol. Also ich glaube, das ist dieses Hibiki-Symbol, zumindest ist es auch vorne drauf abgebildet. Also das wirkt schon sehr wertig. Und die Flasche, die hat hier verschiedene diese Einkerbungen. Und jede Einkerbung soll wohl eine Stunde darstellen. Schön. Der hat als erstes diese total schöne, angenehme, weiche Eichennote, dass man merkt, so ja, ich habe einen entspannten, gut gereiften, nicht mehr jungen Whisky. Wenn ich das jetzt auf einen schottischen umrechnen würde, hätte ich gesagt, ja, der hat locker seine 12, 15 Jahre. Kommt erstmal ganz geschmeidig daher. Und dann kommt aber sofort so eine leichte Honig-Kirschnote mit dabei. Die so ein bisschen auch an so einen Kirschkuchen erinnert. Also so einen Tortenboden mit Kirschen und dann diesem Gelee. Nee, ist ja kein Gelee, sondern wie heißt das Zeug? Ich weiß es nicht. Der ist richtig schön weich, cremig. Ich habe Vanille. Ich habe Honig. Ich habe Kirsche. Ich habe... bisschen Eiche. Wieder Vanille. Vanille mit Kirschen. So ein Vanilleeis mit warmen Kirschen. Und dazu so eine Waffel mit Puderzucker. Das trifft es, glaube ich, gerade am ehesten. Wow, der ist echt schön. Der macht richtig Spaß zu verriechen. Der ist jetzt nicht sonderlich aufdringlich. Ganz im Gegenteil, der ist eher ein bisschen verhalten, was ihn aber auch irgendwie schön macht und ihm aber auch total steht, weil er soll ja auch dieses diese Hommage an die Philosophie von Suntory sein, dass der Mensch in Harmonie mit der Natur zusammenlebt. Und das ist halt so, der ist, das klingt jetzt doof, ne, aber der ist entschleunigend. Das ist nicht halt so ein Sherry-in-your-face-Ding, sondern der ist halt einer, setz dich mal hin, riech mal entspannt dran, wir gehen das hier mal ganz locker an. Man hat zwar sofort die Noten am Anfang da, die man erwartet und auch erwarten kann, ne? Diese Vanille-Kirschnote, die Honignote. Und es verändert sich jetzt auch nicht massiv, aber es ist halt einfach schön.
Also ich kann euch nicht viel andere Noten sagen, muss ich ehrlich sagen. Der ist nicht sehr komplex. Aber es macht unheimlich viel Spaß, hier gerade zu sitzen und ihn einfach zu verriechen. Das wäre so ein Whisky, da könnte ich mich auf die Couch mitsetzen. Weiß nicht, neben meine Frau oder Frau ist schon im Bett oder was auch immer. Ansonsten aber keiner da. Und einfach ganz in Ruhe mich hinsetzen, Augen schließen und an dem Whisky riechen. Und auch eine halbe Stunde an dem Whisky riechen oder auch eine Stunde an dem Whisky riechen. Vielleicht immer mal dran nippen. Und den so richtig schön genussvoll gönnen. Weil letztlich ist es das ja mit auch so teuren Flaschen, ne? Wenn ich sie jetzt nicht gerade mit irgendwelchen sehr guten Freunden teile, dann ist das ein Whisky, den ich mir gegönnt habe und dem ich dann entsprechend auch die Aufmerksamkeit geben möchte. Gerade in so einem Preissegment. Zum Wohl. Der ist sehr lecker. Der ist auf der einen Seite super schön harmonisch. Man hat wieder die Vanille und die Kirschnote im Geschmack. Ich hatte kurz so ein bisschen Kirschwasser, also so ein bisschen auch kräftigere Noten mit dabei. Die Honignote ist dabei. Ich habe vielleicht ein ganz kleines bisschen was Frischkräutriges. Und der ist kräftiger im Antritt, als ich erwartet hätte. Also er hat ja nur 43%. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er tatsächlich kräftig ist. Ist er aber. Das ist jetzt aber keine alkoholische Stärke oder sowas, sondern das ist einfach eine schöne Würzigkeit, die der mitbringt. Und die dem Whisky dann nochmal dieses gewisse Etwas verleiht. Ich muss euch sagen, also ich will euch jetzt hier keinen vorschwärmen oder sonst was, aber ich muss sagen, ich war sehr skeptisch auf der einen Seite, weil ich den Preis nicht so wirklich verstehe, wo der herkommt. Da kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Und auf der anderen Seite habe ich schon lange versucht, den mal zu verkosten, weil ich glaube, es gibt auch im deutschsprachigen Raum keiner, der den mal im Video hatte. Und ich einfach total neugierig drauf war. Und ich mag halt auch Sakura-Reifungen. Und ja, ich war neugierig, aber kritisch. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Der gefällt mir wirklich gut. Rein geschmacklich. Ich gehe jetzt nicht auf den Preis gerade ein, sondern im Moment bewerte ich rein den Geschmack und das Nosing. Und ich muss sagen, der übertrifft meine Erwartungen. Wobei ich auch nicht genau wusste, was ich erwarten sollte. Ich krieg jetzt noch am Ende heraus so eine leichte Bitternote, so ein bisschen Tannine, aber auch das steht ihm wunderbar. Ich bleib dabei, ich habe Vanille, ich habe Kirsche, ich habe vielleicht auch so ein bisschen diese eingelegten Birnen, diese extrem süßen Birnen. Schöne, helle Fruchtigkeit mit dabei, in Kombination mit der Kirsche, dem Honig, der Vanille. Lecker.
Schluss mit dem Genießen. Der Whisky ist lecker, ja. Der ist aber auch teuer. Und dann müssen wir drüber reden. Der Whisky, wie gesagt, kostet mindestens 250 Euro. Bin ich gerne auch 300, 350 oder mehr. Ja, warum? Also Japaner sind teuer, das wissen wir inzwischen. Aber selbst da verstehe ich die Preise nicht immer wirklich. Und das ist bei dem hier der Fall. Er hat keine Altersangabe. Altersangaben sind das, was Japaner normalerweise sehr, sehr teuer werden lassen. Und er ist jetzt auch nicht irgendwie aus einer Brennerei. Und ich glaube, die drei Brennereien, die ich aufgezählt habe, sind auch alle noch nicht geschlossen. Ist kein Hanyu-Whisky oder sowas drin, sondern es ist Yamazaki, Hakusho und Cheetah. Die sind, glaube ich, alle drei noch offen, soweit ich weiß. Also keine Altersangabe, kein Lost Distillery Character. Ja, Sakura-Reifung ist natürlich spannend, aber auch keine Vollreifung, sondern Finish. Das haben manche andere auch und die kosten weniger. Also, wo kommt der Preis her? Das würde mich wirklich interessieren und das ja, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, wo die Preisgestaltung herkommt. Ich kann einzig und allein spekulieren, dass es durch die limitierte Auflage, Angebot und Nachfrage, es gibt halt genug, die den haben wollen und die auch jedes Jahr diese verschiedenen Abfüllungen haben wollen und sammeln, in Kombination mit den schönen, bunten Hibiki Harmony, die es ja auch jedes Jahr mal wieder gibt. Alles andere kann ich mir nicht erklären. Geschmacklich ist der wirklich gut, aber da hätte es ein 100-Euro-Whisky auch getan. 250, 300 Euro. Nein, also das ist er mir nicht wert. Das sollte er euch in den meisten Fällen auch nicht wert sein, sei denn ihr steht entweder total auf japanische Whiskys oder Hibiki oder Geld spielt bei euch so wenig eine Rolle, dass ihr sagt, ja gut, die 300 Euro mehr oder weniger. Das ist aber bei den allermeisten von euch garantiert nicht der Fall, von daher besorgt euch ein Sample, aber die ganze Flasche ist eine Hausnummer und da muss ich sagen, das wäre er mir dann nicht wert. Lecker auf jeden Fall, aber wie gesagt, keine 300 Euro. Gut. Jetzt habe ich so viel gequatscht und so auf die Augen zugehabt und genossen. Ich hoffe, ich kann das Video überhaupt benutzen. Egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne den Daumen nach oben Button. Abonniert den Kanal. Hakt das Glöckchen an, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und schaut vielleicht auch gerne mal bei Ko-fi oder bei mir Ko-fi/TheWhiskeyWaiter vorbei. Da könnt ihr den Kanal auch noch monatlich unterstützen, auch das würde mir sehr helfen und hilft auch immer wieder, solche fantastischen Malts hier auf den Tisch zu kriegen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.